Herzlich willkommen zum Nachmittag. Mein Name ist Michael Domaschek. Ich darf im Anschluss, und insofern der Anschluss war, der hat sich da offensichtlich was gedacht dabei, inhaltlich, ohne zu wissen, was wir da, glaube ich, tun. Aber tatsächlich passt das gar nicht einmal so schlecht zu dem, was wir vorher gemacht haben. Nämlich tatsächlich geht es um das Thema jetzt, da hat das so schön gesagt, es geht ja eigentlich um Tools und um was sichtbar machen oder greifbar und erlebbar machen im Coaching. Und insofern gerade diese abstrakten Themen wie Verantwortung oder eben Teamentwicklung ist gefallen und alle diese Begriffe, die es da so gibt und die Sie alle auf Kärtchen vorher auch gesammelt haben, sind ja durchaus auch geeignet dazu, irgendwie zu sagen, ja, und was heißt das jetzt auf gut wienerisch? Insofern gibt es da eine schöne Methode. Die Frage war gleich zu Beginn, oder würde ich gerne an Sie stellen, um ein bisschen zu orientieren, wo fangen wir an, wo hören wir auf, und wir haben nur 2 Stunden. Wer von Ihnen kennt Aufstellungsarbeit? Wer von Ihnen kennt systemische Strukturaufstellung? Ja, also um ein bisschen da die Differenz vielleicht reinzubringen. Okay, kennen ist das eine, wer wendet sie an? Aufstellung? Ja, es gibt wohlverdiente Ruheständler unter uns, aber sonst... Also eher aus dem eigenen Erleben oder aus Fortbildungskontext oder sonst. Okay. Wer von Ihnen kommt aus dem Projektmanagement-Kontext oder Projektmanagement-Organisation oder hat schon mal in Projekten gearbeitet? Auch ein paar. Okay, gut. Also Sie merken schon an den Keywords, die ich da in den Raum schmeiße, ich versuche eine Verknüpfung dieser Dinge, nämlich tatsächlich aus dem Hintergrund... Systemische Aufstellung, vielleicht jetzt doch kurz vorweg, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, historisch, hat ursprünglich unterschiedliche Quellen, nicht ganz so eindeutig. Das, warum ich jetzt zwischen dem Begriff Aufstellung und systemischer Strukturaufstellung versucht habe zu differenzieren, ist tatsächlich allerdings ein wesentlicher. Nämlich es gibt sozusagen, abgesehen von den Urmüttern und Vätern, also Jakob Levi Moreno kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, die ein bisschen da angehaucht sind, Soziometrie ist sozusagen ein Thema, haben Sie sicher oft erlebt, auch in Seminarkontexten oder so, wo Sie da irgendwie im Raum positioniert werden zu irgendwelchen Abfragen oder irgendwelchen Befindlichkeiten. Also all das fußt schon auf diesen Hintergrund. Daraus hat sich sowas abgeleitet, eben tatsächlich dann auch im deutschen Sprachraum natürlich über Bert Hellinger im therapeutischen Kontext und vor allem natürlich im familientherapeutischen Setting und im systemischen Familienkontext. Was ist der Hintergrund? Auch da, die Begriffe sind vorher schon so nett ein paar Mal gefallen. Sie haben gesprochen, eine Vorrednerin, vom das Team gut aufstellen oder so, oder die Organisation aufstellen. Oder wie ist das aufgestellt? Wir verwenden im Alltag tatsächlich spannenderweise sehr viele solche Begriffe, die eigentlich physikalisch-räumliche Begriffe sind. Also du stehst mir nahe oder da liegt was zwischen uns oder das Problem steht da im Raum oder du bist so weit weg oder was mir so abgewandt, sind eigentlich Ausdrücke für eine, wenn man so will, geometrische Anordnung. Woher das auch immer kommt, gibt es verschiedenste Theorien, ohne die da jetzt im Detail auszuführen. Die wirklich schlüssigen Antworten gibt es da auch in der Forschung noch nicht wirklich, wo es da eigentlich in uns abgeht. Aber offensichtlich, und Sie kennen alle diesen Spruch, wir bilden uns diese innere Landkarte einer äußeren Wirklichkeit, gilt offensichtlich auch für Beziehungen. Das heißt, wir bilden eigentlich eine Beziehungsqualität räumlich in uns ab. Also wenn ich sage, du stehst mir nahe, dann ist das ganz simpel ein Zentimeter und ein Winkelangabe. Was aber im Letzten heißt, dass wir das natürlich externalisiert nach außen bringen können, und das tut diese Methode in unterschiedlichsten Dimensionen, jetzt was die Affektdosierung betrifft. Sie kennen vielleicht alle auch diese Maxeln und Mandeln, die man da aufstellt, oft im Coaching als Familien- oder Systembrett oder Organisationsbrett oder wie immer das heißt, oder Szenogramm, wo man einfach Figuren nimmt und zueinander anordnet. Das, was jetzt sich sozusagen daraus ableiten lässt, ist tatsächlich, dass man aus diesem inneren Bild dann eine Art Beziehungsqualität ableiten kann oder tatsächlich in Organisationen eine Teamstruktur oder eine Organisationsstruktur abbilden kann. Wie läuft da die Kommunikation oder die Beziehungsqualität oder was immer oder funktionelle Abläufe miteinander? Was natürlich eigentlich, wenn man so will, schon die Metapher ja fürs Coaching generell ist, weil wenn es unser Job ist, eine Metaebene, einen Perspektivenwechsel herzustellen, dann mache ich das mit der Methode ja praktisch automatisch, ohne dass ich da mich großartig anstrengen muss, weil das Setting per se natürlich die Kundinnen und die Kunden in die Lage versetzt, sich von außen sozusagen zu betrachten, ihre Konstellationen, ihre Teams, ihre Organisation, was auch immer.
Also nur so die Fußnote am Rande. Was jetzt sozusagen der Unterschied war, war tatsächlich, dass Bert Hellinger sehr stark in diesem familientherapeutischen Kontext, auch eben in Anlehnung an Moreno und an das Psychodrama, das Sie ja wahrscheinlich auch viele vielleicht kennen aus der Therapieszene, Anlehnung gefunden hat und genommen hat. Das heißt, er hat aufgestellt, und das tun ja viele dieser Schüler immer noch oder von diesen Methoden, und sich dann teilweise die Dinge prozesshaft entwickeln hat lassen. Eines seiner Bücher kennen Sie vielleicht, Bewegung der Seele oder so. Also es geht sehr stark um die Bewegung und die Dynamik. Was aber jetzt der Hintergrund ist, ist natürlich, dass das eine hochemotionale und affektive Methode ist, weil wenn wir sagen, wir bringen innere Bilder nach außen, dann braucht man sich ja nur irgendein Szenario des Konflikts und der Beziehungskrise vorstellen. Wenn ich da zwei Menschen nebeneinander in den Raum stelle, habe ich in der Sekunde natürlich eine wunderschöne emotionale Bühne eines inneren Erlebens der allen möglichen schrecklichen Verquickungen und Verstrickungen, die dementsprechend natürlich auch Emotionen ans Tageslicht bringt, die man erst einmal, wie es so schön heißt, dann bearbeiten muss und wieder neu vielleicht einordnen und sortieren muss. Was ja auch Sinn und Zweck der Methode ist. Aber das ist natürlich jetzt schon dann die Frage des Kontextes. Und da bin ich gleich, weil ich eh schon mit einem Kollegen in der Pause gescherzt habe, gleich polemisch zum Start. Aus meiner Sicht passiert hier am Markt, und dann hoffe ich, dass ich da jetzt niemandem zu nahe trete, aber teilweise grob fahrlässige Dinge. Weil teilweise, und das ist ja auch generell die Kritik, die wir uns im Coaching immer wieder gefallen lassen müssen, Coaching per se ist keine Methode, sondern ein Setting. Hier wird teilweise eine Methode am Markt verkauft ohne Setting. Und das meine ich mit grob fahrlässig. Also ich vergleiche das immer tragisch mit Medizin, weil wir da gerade an der Medizinuniversität sind. Ein Chirurg, der mit einem Skalpell auf der Straße herumrennt und sagt, Sie schauen krank aus, ich schneide Sie mal auf, würde wahrscheinlich nicht lange auf freiem Fuß herumlaufen. Abgesehen übrigens, ein Chirurg ist grob fahrlässig und Kurpfuscher, wenn er sich nicht kollegial vernetzt mit einem Anästhesisten, mit einem Histologen, hoffentlich nicht mit einem Pathologen oder mit irgendeinem Internisten oder sonst wem. Der darf alleine trotz höchster Fachqualifikation gar nichts tun, wenn er nicht dementsprechend ein adäquates Setting sozusagen mit herumbaut. Was will ich damit sagen? Dass natürlich, Sie kennen das auch längst und deswegen auch ein bisschen das Plädoyer dafür, weil da schon eine Methode, die aus meiner Sicht auch im Coaching extrem nützlich und hilfreich sein kann, teilweise massiv in Verruf kommt, weil die einfach am Markt sozusagen so bläugig angewendet wird, wo man Leute und in dem Sinne tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes aufschneidet oder aufreißt mit irgendwelchen emotionalen Themen und sie dann alleine stehen lässt, weil im Sinne eines Abendseminars oder einer Wochenendveranstaltung oder auch das, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe, ist tatsächlich auch so, aber wir sind unter Professionisten hoffentlich in dementsprechend in einer Selbst- und Eigenverantwortung unterwegs. Aber das kann ich nicht unbedingt von jedem Kunden und jeder Kundin erwarten. Und wenn ich dann solche Dinge tue, und wir haben in dem Fall, ich komme auch aus dem Gesundheitsbereich, teilweise wirklich auch in der Psychotherapie oder in den psychotherapeutischen, psychosomatischen Einrichtungen Patienten, die nach solchen Verfahren dann zu uns ins Haus kommen, weil sie völlig verstört und orientierungslos sind, weil sie sagen, da sind Dinge auf einmal aufgetaucht, von denen wusste ich gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich die einordnen soll oder wie ich damit umgehen soll. Im organisatorischen Kontext natürlich noch spannender, weil ich löse natürlich damit ja auf einmal etwas auf und auch das gleich vorweg. Ich habe, und wir machen das jetzt bei uns im Haus schon seit 20 Jahren eigentlich, noch keine Aufstellung im Unternehmenskontext gemacht, und das meine ich wirklich so, die nicht nachher personelle Konsequenzen gehabt hat. Ja, aber das muss ich verantworten können. Ja? Und da kann ich nicht hingehen und sagen, machen wir mal, schauen wir mal, wo das hinführt und soll sich dann das Team entwickeln oder so. Sondern umso wichtiger ist es im Sinne von, in welches Setting, in welchen Rahmen bette ich das ein, im Sinne von, ist das Therapie, ist das Organisationsberatung, ist das Coaching, ist das Teamentwicklung? Wunderbar, damit habe ich eine ganz klare Ziel- und Aufgabenstellung. Und dann ist das eine Methode von vielen und nicht die Methode. Und gleichzeitig muss man ja auch ein bisschen aufpassen, weil vieles von diesen Dingen neigt natürlich dazu, dass man da wunderbar sich selbst glorifizieren und zum Guru entwickeln kann, weil das schaut von außen so aus, als hätte man da die Weisheit und die große Einsicht in irgendein großes Ganzes. Übrigens, Fußnote am Rande, das ist auch ein bisschen die Kritik an Bert Hellinger ja in den letzten Jahrzehnten gewesen, der natürlich teilweise auch manchmal sehr unglückliche Dinge, die er vielleicht gar nicht so gemeint hat, formuliert hat, auch öffentlich, ein bisschen auch aus seinem Hintergrund, weiß nicht, wie weit Sie die Geschichte kennen, aber er ist ursprünglich ja Priester und Theologe und da hat man halt vielleicht manchmal dort und da ein bisschen salbungsvoll und klerikale Worte und Formulierungen, die dementsprechend pathetisch klingen, aber was natürlich tragisch ist, wenn das dann an der, sozusagen an der Person selber hängen bleibt und nicht sich relativiert in dem Kontext, in dem es angewendet wird. Worauf ich jetzt hinaus will, war Insa Sparrer und Matthias Varga sind sozusagen die
aufbauend auf diesen Methoden, die das in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben, eine sehr spezielle Form der Aufstellung, nämlich der systemischen Strukturaufstellung. Klingt fürchterlich kompliziert, ist es auch. Nur um das ein bisschen an den Punkt zu bringen, was ist die Idee dahinter? Tatsächlich gehen die davon aus, dass es eben Sinn macht, diese inneren Bilder oder Landkarten auch tatsächlich als solches, nämlich als Momentaufnahmen, als Blitzlichte sozusagen darzustellen, als Einzelbilder, die man einfach positioniert. Und spannenderweise haben sie halt einfach, sie kommen beide ursprünglich aus sehr kognitiven Disziplinen, Insa und Matthias haben Mathematik studiert und Matthias ist Professor für Logik und Paradoxienforschung, einen sehr durchaus technisch oder strukturellen Zugang, wo sie Grundformate entwickelt haben im Sinne von Anordnungskonstellationen, die sie sehr vielen Dingen zugrunde legen. Also nur um das jetzt nicht so zu komplizieren, aber vielleicht banal zu sagen, ein Problem setzt sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Und die sind immer vorhanden und immer gleich. Und das wäre sozusagen eine Grundstruktur. Was meint er damit? Also sozusagen, es gibt bei jedem Problem ein Ziel oder eine Lösung, also im Sinne von, es soll was anders sein oder besser. Gleichzeitig gibt es sowas wie Hindernissen oder Blockaden oder Ressourcen oder eben Personen, die da involviert sind. Also solche Anordnungsprinzipien legen die dieser Methode zugrunde. Was tatsächlich insofern aber dann fürs Coaching nämlich spannend ist, weil das natürlich eine sehr pragmatische Herangehensweise ist und wenn wir jetzt von einem Coaching-Setting mit einer Stunde reden, noch dazu in einem technischen oder organisatorischen Kontext oder funktionalen Kontext, dann ist diese Methode aus meiner Sicht dann etwas sehr Hilfreiches, weil sie von Haus aus sozusagen, wenn man so will, die Bewegung einschränkt und den Fokus auf eine Struktur und eine Anordnung und eine Konstellation lenkt, die tatsächlich aus der Sicht auch vielen von uns ja gar nicht oft bewusst ist im Alltag und einfach durch diese Vogelperspektive von außen dann viele Dinge schon klarer macht und im Letzten natürlich auch für den, der es tut, handhabbarer macht. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, um das vielleicht zusammenzufassen, eine Darstellung eben von räumlichen Anordnungen, die in dem Sinne, und das kann man jetzt methodisch unterschiedlich gestalten, man kann das natürlich aufmalen oder man kann mit Kärtchen arbeiten oder man kann das, und das macht es natürlich umso spannender, mit realen Personen arbeiten, die aber tatsächlich, und deswegen das Wort Repräsentant, sozusagen stellvertretend für das Originalobjekt steht. Also jemand für mich, stelle ich halt eine andere Person hin, die für mich sozusagen da die Dienstleistung kurz mal erbringt und das schafft natürlich für mich als Kundin eine Dissoziationsmöglichkeit, nämlich diese Außenperspektive und gleichzeitig kriege ich aber natürlich da sehr spannende Aussagen und Wahrnehmungen. Im Endeffekt geht es darum, mit dieser Konstellation, und das ist vielleicht auch ein wesentlicher Hinweis, was in vielen oft dieser Aufstellungskontexte, wenn man so zuhört, wie da Leute darüber reden, offensichtlich nicht verstanden worden ist. Hier geht es nicht um Inhalt. Hier geht es um eine reine Struktur und so absurd das klingt, man arbeitet in der Aufstellung mit Anordnungsunterschieden oder mit Anordnungsveränderungen. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich so zu Ihnen stehe oder ob ich so zu Ihnen stehe. Weil wenn ich jetzt so weiterrede, werden Sie sich Ihren Teil denken, anders vielleicht als so oder ich und du. Also was immer. Also es geht rein um Anordnungsunterschiede und Veränderungen, an denen man arbeiten kann. Und spannenderweise heißt das sozusagen, die Lösung liegt in der Anordnung und in der Veränderung dieser Struktur, wie man eben zueinander steht oder wie man miteinander da in Beziehung tritt, aufgrund, und das ist das Spannende auch in Organisationen, aufgrund der Funktion, aufgrund der Rolle, aufgrund der Position, aufgrund des Platzes im wahrsten Sinn des Wortes, den man einnimmt. Und es geht eben nicht um eine inhaltliche Arbeit, weil im Letzten, so wie wir alle im Coaching, wir sind reine Prozessberater und haben eigentlich auf einer Inhaltsebene nichts verloren, so schwer uns das auch tut und fällt manchmal. Und natürlich müssen wir im Sinne der Anschlussfähigkeit die Sprache der Kunden sprechen oder sollten uns halt auskennen mit gewissen Fachvokabeln, aber doch nicht im Letzten, um irgendwie ein Expertenwissen zu vermitteln, sondern eben eine Strukturhilfe zu geben. Und das würde diese Methode per se bringen. Die Verlockung, und das kennen Sie natürlich alle vielleicht, die das schon erlebt haben, ist natürlich sehr groß, weil wie es so schön heißt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn ich natürlich von außen wo drauf schaue und man denkt, wie die Organisation oder das Team miteinander da aufgestellt ist, na, dann ist eh schon alles klar. Ja, das kann ja nichts werden. Ja. Eine Frage, das muss gerade aus. Ich meine gerade gehört zu haben, die Lösung ist die Struktur, oder die Lösung ist die Anordnung, oder? Die Veränderung der Anordnung. Ja, für mich ist das ein Unterschied zu sagen, die Lösung ist oder ein Beitrag zur Lösung ist. Ja, natürlich. Also danke. In dem Fall geht es sozusagen um die Veränderung der Struktur sozusagen. Birgt die Lösung oder bringt die Lösung oder macht die Lösung leichter zugänglich oder bringt sie näher.
Was ist der Hintergrund natürlich auch in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt schon auf der Ebene reden, ist natürlich tatsächlich so, dass die meiste Ausgangskonstellation, die Kunden ja aufstellen dann in dieser Methode, eine problemorientierte sein wird oder irgendeine, wo es halt eben nicht läuft oder wo halt Blockaden drinnen sind. Und daran zu arbeiten, löst sozusagen das unter Umständen auf. Was übrigens auch ein wichtiger Punkt ist, auch das ist immer so dieses Heilsversprechen dieser Methode. Man stellt es auf, ordnet es um, hat dann ein Lösungsbild, hurra, und es ist alles gut. Ja, blöd. Das ist hier im Labor so, in einer Momentaufnahme. Aber wenn Sie da raus in die Welt gehen, heißt das, und jetzt fängt die harte Arbeit erst an, weil jetzt sozusagen aus der Erkenntnis heraus und vielleicht natürlich aus der positiven Motivation einen Weg gefunden haben, fängt erst die Veränderung an. Aber das kennen wir im Coaching in jedem anderen Kontext methodisch auch. Das hat jetzt nicht was mit der Methode zu tun. Aber es hat oft so einen Voodoo-Charakter im Sinne von, es ist dann alles geändert und dann ist die Welt anders. Ja, in meinem subjektiven Erleben, aber nicht in der Außenwelt. Ich habe eine Frage, und zwar es geht um das Struktur und Inhalt. Ich habe nicht so ein Problem mit der Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich etwas verstehe, ist die Struktur im Ausdruck und Inhalt. Das kann man jetzt so verändern. Naja, das. Klar. Also in dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, in dem Fall kann ich mich immer nur auf Matthias beziehen, weil der hat das schon alles so schön ausformuliert. Wenn Sie diese Vase hernehmen, dann gibt natürlich die Struktur der Vase die Form des Inhalts vor. Aber die Vase würde sich jetzt nicht aufgrund der Inhaltsstruktur des Wassers definieren. Das heißt tatsächlich, eine Anordnung auf einer Strukturebene erlaubt gewisse Möglichkeiten, Variationen, Spielweisen des Inhalts, auch Interpretationen oder Bedeutungsgebungen oder Bewertungen. Nicht unbedingt umgekehrt. Und das, was wir jetzt versuchen, ist, wir versuchen eben nichts am Inhalt was zu ändern, weil es hilft mir nichts, das Wasser da herumzuschütten, wenn das gebrochen ist oder verschimmelt ist, oder dann ist es das, auch wenn ich es in eine schönere Vase gieße. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wenn wir an der Form was ändern, ändert sich natürlich auch der Inhalt. Aber der Inhalt bildet doch auch die Struktur. Nicht unbedingt. Weil das, wo wir vorher diskutiert haben. Die Distanz, die wir zwischen den Beteiligten haben, hängt doch von den Inhalten, mit denen gedacht wird, ab. Oder sehe ich das falsch? Jein, natürlich setzt. Ja, natürlich. Hängt auch von den Personen ab und von dem subjektiven Erleben und ist jeweils einzigartig, und das ist ja genau die Schwierigkeit. Worauf ich jetzt hinaus will, ist natürlich im Sinne einer Bedeutungsgebung, einer Inhaltsdefinition, dass die natürlich, und jetzt sind wir dann schon sehr weit wieder im radikalen Konstruktivismus in anderen Theorien, im letzten subjektive Wirklichkeiten und Bedeutungsgebungen. Ja, und das ist einmalig und einzigartig. Und nur weil ich sozusagen jetzt vielleicht Ihnen da näher komme, heißt das noch nicht, dass wir uns näher kommen. Ja. So gesehen hängt es von den Inhalten ab. Ja. Gut, also in dem Sinne, wir wollen ja das ein bisschen impulsartig machen und jetzt nicht so zu vertiefen, sondern meine Idee wäre einfach, Sie möglichst anzuregen und natürlich auch ein bisschen praktisch dann mit Ihnen was auszuprobieren und Ihnen ein paar so Formate auch zukommen zu lassen. Was jetzt dahinter steht, ist eben hinter dieser Repräsentation, und das einfach nur kurz zu fassen, und das ist tatsächlich ein Phänomen, und in dem Sinne wie ein Phänomen halt auch nicht wirklich oft erklärbar, ist eben tatsächlich dieses repräsentierende Wahrnehmungsverhalten. Wir kennen das alle, die Theorien mit den Spielnern und all das, was da im Augenblick herumgeistert. Natürlich haben wir Menschen die Möglichkeit, uns da irgendwie empathisch in andere hineinzuversetzen, so auch in Haltungen oder in Positionen. Sie können sich jetzt in meine Rolle hineinversetzen, nicht zuletzt haben Sie die öfter, und ich kann mich auch in Ihre versetzen, wenn Sie da sitzen und mir zuhören müssen oder sollen oder dürfen oder wollen. Also in dem Sinne, die Fähigkeit haben wir. Spannenderweise ist das aber tatsächlich etwas, dass wir eben auch genau diese räumliche Anordnung und diese Struktur auch erleben. Das heißt, wenn jemand da zum Beispiel jetzt plakativ gesagt an der Wand steht und ich gar nicht in dieser Rolle dieser Person bin, von dem Inhalt seinem Leben gar nichts weiß, allein an diesem Platz in dieser Struktur sozusagen zu stehen, lässt mich ähnlich empfinden oder mich nachvollziehen, zu sagen, das ist irgendwie
ein Schaß. Ja. Also das ist, fühlt sich nicht gut an. Ja. Und das ist das Phänomen, was man in diesen Ausstellungen beobachten kann. Das geht bis so weit, und das habe ich vorher gemeint mit ein bisschen Mystifizierung, dass dann Repräsentanten oft Wörter oder Sätze oder Vokabeln wiederholen, die dann die Kunden oder Kundinnen oft sagen, das gibt's ja nicht, das hat der genau eins zu eins so gesagt oder ja, genauso drückt er das aus. Und das klingt halt so ein bisschen nach Voodoo, und das meine ich mit Mystifizierung. Da würde ich immer anraten, das möglichst salopp sozusagen zu formulieren. Eine Folie oder ein Flipchart, das einmal Matthias vor Jahren bei uns in der Akademie gemalt hat, war so süß für Ungläubige, hat er das genannt. Also wir kennen diese Phänomene ja aus allen möglichen Alltagssituationen. Sie kennen alle, Weihnachten kommt bald, wie Sie da beim Familientisch sitzen oder bei irgendwelchen Banketten oder Festen oder in Firmen, in Konferenzsitzungszimmer, wer da welchen Platz einnimmt, und setzen Sie sich da mal einen falschen. Also Sie kennen diese Anordnungsprinzipien, die tatsächlich aber dann dementsprechend auch den Inhalt definieren und Emotionen schaffen und Stimmung und Klima und Produktivität und Kreativität und was auch immer. Also in dem Sinne nichts Neues. Jetzt in dem Fall geht es halt darum, das methodisch einzugießen. Das, was Matthias und Insa gemacht haben, und das fand ich einen sehr hilfreichen Zugang, ist, sie haben sozusagen die Metapher der Sprache dafür eingeführt, für diese Methode, und zu sagen, es geht jetzt nicht um eine Technik per se oder ein Werkzeug, sondern eigentlich ist diese Methode eine Sprache. Was damit einhergeht, dass die erstens einmal nicht so einfach zu lernen ist, das macht man eben nicht in einem Wochenendseminar, und zweitens einmal ist das etwas, dass es nämlich tatsächlich, wenn Sie die Metapher der Sprache hernehmen, unterschiedliche Vokabeln oder Wortbausteine oder vielleicht sogar nur Buchstaben gibt, die aber erst in der Zusammenstellung einer Grammatik, nämlich einer Zusammensetzung, wie sie miteinander eben angeordnet sind, einen Sinn ergibt. Und ähnlich kann man Aufstellungsbilder auch betrachten. Und wenn man nur auf die Struktur schaut, dann folgen die, wenn man so will, einer gewissen Grundmechanik oder Grundgrammatik, dass nur das in dieser Konstellation einen Sinn hat. Und wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, zu sagen, ich komme Ihnen näher, ja, um Beziehung herzustellen, wird sinnvoll sein, irgendwie in Kontakt zu treten, und das vielleicht auch körperlich in einer gewissen Nähe. Das funktioniert einfach nur mal mechanisch nur so. Ja. Weil wenn ich jetzt aus dem Raum gehe, werden wir wenig Beziehung miteinander herstellen können und aufbauen können. Also das ist damit gemeint mit Grammatikstruktur. Das heißt, in dem Fall geht es darum, dass man, und das ist halt die Schwierigkeit und die Komplexität, dass man auf unterschiedlichen Strukturebenen die Dinge natürlich anschauen kann, im Sinne der Anordnung. Die haben aber natürlich automatisch sofort eine Mehrdeutigkeit, weil, so wie ich vorher gesagt habe, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Schauen Sie sich irgendein Familienfoto aus vor 5 Jahren an oder irgendein emotional geladenes historisches Ereignis, und was immer Sie aus dem Bild da heraus interpretieren, wird natürlich ganz viel mehr sein, als nur diese banalen Farben und Formen und Schattierungen, die Sie da drauf sehen, rein optisch, oder irgendwelche Pixel. Was meinen Sie, was hat das für Auswirkungen für die zunehmende virtuelle Welt, dass wir uns eben nicht mehr realen Distanzen, Relationen bewegen? Ja. Da haben wir jetzt genau die. Um da jetzt genau auf diesen 3 Ebenen zu sein, dann sind wir genau dort. Wir schaffen auf der einen Seite wunderbare Strukturen, die Kommunikation ermöglichen, Informationsaustausch oder vielleicht sogar was auch immer, Bild oder Video oder Tonaustausch. Gleichzeitig haben wir aber tatsächlich eine Reduktion. Und das ist ja auch der Vorteil dieser Medien per se mal gewesen, grundsätzlich, dass sie extrem viel Information ausblenden und es viel direkter und schneller und eindeutiger vermeintlich machen. Gleichzeitig, aber das kennen wir aus der Gestalt oder aus anderen Theorieansätzen, je mehr wir reduzieren, umso mehr fangen wir an, hinein zu interpretieren. Und nicht zuletzt haben wir jetzt Millionen von Icons und wie heißen diese kleinen Smileys und Emojis und was auch immer, also um da irgendwie wieder einen Inhalt hineinzubringen oder deutlicher zu sagen, was ich eigentlich meine. Gleichzeitig, und das ist eben das Gemeine dran, heißt das natürlich, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, heißt natürlich, kann ich das jetzt, ich kann die Weihnachtsfeier betrachten aufgrund des Weihnachtsbaums und wie der damals geschmückt war, oder ob es draußen geschneit hat oder nicht. Gleichzeitig kann ich das aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch interpretieren und habe natürlich in der Sekunde meine ganze schreckliche Familiengeschichte auch drinnen. Und dieser Strukturebenenwechsel, und das ist auch eine Kritik dieser Medien im Augenblick, der ist nicht programmiert und der ist nicht steuerbar. Und Sie wissen natürlich mit keiner Information, auf welcher Ebene Sie sozusagen Menschen antriggern und was Sie auslösen. Ja,
mit irgendwelchen tragischen Flüchtlingsbildern oder irgendwelchen netten politischen Statements, die sie da so salopp in den Medienwald blasen, wunderbar, aber sie sehen eh, was passiert an Resonanz und an Reaktion, das geht von bis. Und das gilt in allen Bereichen, egal was wir jetzt medial hernehmen. Und natürlich mit dem ganzen Social Media wird es natürlich aus meiner Sicht umso schwieriger, weil wir noch dazu eine Simultanität erzeugen, die das noch mehrdeutiger und vielschichtiger und vieldeutiger macht. Das ist aber jetzt eben genau das Phänomen, dass wir auch in der Aufstellung damit umgehen müssen, nämlich es zu reduzieren und es handzuhaben. Das heißt nämlich, so eine sehr hohe Disziplin einbringen müssen, auch die Kunden und die Kundinnen zu strukturieren und zu führen und zu sagen, auf welcher Ebene arbeiten wir überhaupt? Weil natürlich kann ich eine Organisation aufstellen, aber habe in der Sekunde natürlich die gesamte Familiengeschichte jedes einzelnen Beteiligten auch im Raum stehen. Nur dort habe ich eigentlich nichts verloren. Und das ist natürlich auch die Versuchung im Coaching zu sagen, wie bleibe ich wirklich auf einer pragmatischen Handlungsebene oder funktionalen oder Rollenebene oder was auch immer, wenn gleichzeitig aber natürlich vielleicht andere Dinge auf einer tiefen Ebene auch spielen. Also die Gleichzeitigkeit eben auf den verschiedenen Ebenen ist natürlich das Thema. Und der Satz dazu heißt, ja genau das und vielleicht noch was ganz anderes und vielleicht geht es um was ganz was anderes, wie es so schön heißt. Also so eindeutig ist das nicht. Und das ist eben das, was ich auch da an der Stelle unbedingt mit drei Rufzeichen versehen möchte. Aufstellungen sind eben keine Antworten, auch im Sinne der Lösung. Die Lösung, ja, gar nichts, ist eine Variante von Millionen. Geschweige denn, dass es inhaltlich eine Aussagekraft hat, im Sinne einer analytischen Bedeutungsgebung, zu sagen, ich habe erkannt, so ist das, oder aus der Aufstellung, das kann ja nichts werden, oder, sondern es ist eigentlich eine Methode, wenn man so will, zur Hypothesenbildung und wenn man so im Coaching-Kontext gesagt, da geht es darum, Fragen zu stellen an das Kundensystem, an die Kundenwelt und Antworten zu kriegen. Und nichts anderes tun wir in dem Fall, nur halt eben mit einer anderen Methode, es halt visueller zu machen, es plastischer zu machen, greifbarer zu machen. Aber im Letzten, jede Umstellung in diesem System ist eine Frage an das System, zu sagen, ist das jetzt gescheiter, besser, macht es mehr Sinn, macht es mehr Lösungspotenzial auf oder engt es ein oder ist es unangenehm oder was auch immer. Aber nicht im Sinne von, ich greife von außen ein, stelle die Leute um und sage, das ist die richtige Ordnung und jetzt werden sie Erfolg haben und jung und schön und Single sein. Also das ist nicht die Idee dahinter. Das heißt, das, was wir da erleben, ist sozusagen natürlich eben, wenn wir das so betrachten, haben wir immer eine Oberflächen- und Tiefenstruktur. Umgelegt jetzt auf den Organisationskontext heißt das eben tatsächlich, dass wir uns sehr klar anschauen müssen, wenn wir diese Methode anwenden, auf welcher Abteilungsebene, in welcher Funktion, in welchem Kontext sozusagen schauen wir uns das Bild an? Schauen wir uns den ganzen Konzern an oder schauen wir uns eine Abteilung an oder eben vielleicht auch nur ein Projekt oder eine Projektebene? Und natürlich hat das was mit der Individuumsebene, der Mitarbeiterin, der Führungskraft zu tun. Und mit all dem, was dazukommt, natürlich, da gibt es dann die berufliche Rolle, die hat ja was mit dem Individuum zu tun, die muss ich natürlich unter Umständen auch berücksichtigen. Aber selbst wenn ich dort ansetze, bin ich natürlich sofort auf der anderen Ebene. Da gibt es natürlich auch privater Kontext und unterschiedlichste Rollen und Beziehungen und Familie oder was immer halt da für ein sozialer Kontext ist. Und das ist halt jetzt das Thema, wo wir uns da schon auch ganz klar eingrenzen müssen und aus dem Sinne ist das auch bei uns im Haus entstanden vor einigen Jahren, wo wir gesagt haben, eigentlich diese logische Struktur, die Insa und Matthias da entwickelt haben, passt eigentlich sehr, sehr gut in der Übersetzung auf den Projektmanagement- und Projektorganisationskontext, weil dort ist ja genau das, was wir ein bisschen vorher auch schon anklingen haben lassen oder durchgeklungen ist, dass tatsächlich der Begriff Prozessorganisation ist schon gefallen. Wir kommen immer mehr in zeitliche Abläufe versus hierarchische. Und jetzt wird es noch schlimmer. In der Projektstruktur sozusagen machen wir es noch spezieller im Sinne von einer Sonderform des Prozesses. Es gibt eine ganz punktuelle Aufgabenstellung, die eben einen Sonderstatus hat, abseits der Linienorganisation. Und da ist jetzt die Schizophrenie natürlich vorprogrammiert, die eigentlich wirklich der blanke Wahnsinn ist, weil sie vorher schon waren von wegen Kompetenz in der Teamentwicklung. Da schaut es noch viel schlimmer aus, weil diese Differenzierungsfähigkeit als Mitarbeiter in einer dann Art durchaus auch Matrixorganisation völlig abseits aller möglichen Funktionen und Kompetenzen und Verantwortungen auf einmal in einem Projekt tätig zu sein, das noch dazu seinen eigenen Suizid vorprogrammiert hat, was wir Menschen ja generell nicht so gut aushalten, weil Projekt heißt eben, das wird nicht irgendwann Regelbetrieb, sondern das ist irgendwann vorbei. Und die ganz klassischen Projektmanagement-Definitionen sind ja auch relativ klar, auch in diesen ganzen Baselines,
eineinhalb, zwei Jahre, aber alles, was darüber hinausgeht, ist kein Projekt mehr, weil das ist eine neue Organisation oder eine Tochterfirma, aber es hat dann damit nichts mehr zu tun. Hat sich das einfach bewährt, sozusagen, wir schauen uns jetzt nur auf dieser Ebene tatsächlich die Formate, wenn man so will, an, nämlich die Elemente, die man dafür dann in einer Aufstellung verwenden kann. Übrigens, vielleicht noch kurz, um das ein bisschen zu deutlich zu machen, was wir hier tun, eben primär geht es in der systemischen Struktur um Stellungsarbeit. Das heißt, es geht wirklich nur um die Grundelemente miteinander im Sinne einer Verbesserung, einer Optimierung aller Beteiligten, wie es so schön heißt. Natürlich kann man auch, und dort und da ist es auch notwendig, in eine Art Prozessarbeit übergehen, zu sagen, da gibt es halt eine Dialogsequenz oder da müssen Informationen ausgetauscht werden oder irgendwie mal Stimmungen auch sichtbar gemacht werden oder Entwicklungsschritte gemacht werden. Aber da ist halt die hohe Kunst und die Schwierigkeit, dass man hier nicht anfängt, den Prozess laufen zu lassen methodisch, weil sonst bin ich eigentlich in einer anderen Methode, nämlich dann im Psychodrama oder im Rollenspiel oder im was auch immer, sondern in dem Fall, und das ist das Schöne an dem Format, man kann hier sehr strukturiert abgehackt, wenn man so will, arbeiten, nämlich ein Bild nach dem anderen, sich sozusagen sequenziell anzuschauen, aber nicht als Film da ablaufen zu lassen. Was nämlich auch schon den Vorteil auch für die Kundinnen hat, es ist leichter nachvollziehbar und für sich selber auch dann leichter nämlich zu verarbeiten, weil wir teilweise schon auch stellvertretend für die Kunden Veränderungen und Entwicklungsschritte einfach ja in diesem Format gemacht werden. Und übrigens gleichzeitig, und das ist ja das Spannende an der Methode, kann man natürlich auch alles Mögliche einfach im Sinne der Probebühne ausprobieren, experimentieren, im Sinne von testen. Na schauen wir mal, wenn Sie die Funktion abgeben und jemand anderen als einen Teamleiter hinsetzen, was passiert dann, probieren wir es halt aus, wenn wir das gleich, das in der Realität sozusagen irgendwelche Konsequenzen haben muss, um etwas eben zu verdeutlichen. Gut, in dem Sinne vielleicht nur kurz noch einmal auch zum Projekt drauf geschaut. Das Bild auf der Seite kommt nicht von ungefähr. Wir machen übrigens auch solche Dinge, das sind Scrum-Cookie. Tatsächlich, dass jeder von uns hat natürlich, und das ist mittlerweile das Gemeine an so Fachvokabeln, ja längst das im alltagssprachlichen Kontext einzugehalten ist. Und ich habe da ein Projekt oder ich mache da ein Projekt oder gehen Sie zu Horbach, dann haben Sie auch ein Projekt. Laut Werbung oder so. Also, Sie kennen das. In dem Fall gibt es ganz klar, und das ist halt der Versuch, vielleicht auch da kurz historisch ausgeholt, was ist der Hintergrund, dass natürlich tatsächlich im Sinne der Effizienz und der Zielerreichung haben sich international alle möglichen netten Menschen Gedanken gemacht, wie kriege ich Projekte besser in den Griff, strukturierter im Ablauf, und das ist eben das, was als Projektmanagement mittlerweile bekannt geworden ist, ja, bis hin zu allen möglichen Zertifizierungsmethoden, die halt irgendwelche technischen Ablaufstandards, Reglements vorgeben, um das in irgendeiner Form in den Griff zu bringen. All dem liegt trotzdem die Grundlage, nämlich, wie kann es beschrieben werden, primär als komplexe Aufgabe, das heißt, als eine Aufgabe, die zu erledigen ist, abseits sozusagen der vorhandenen Routinen oder eben dieser Linien- oder Stammorganisation. Sie können aber auch im Sinne eines sozialen Systems, wo Menschen zusammenkommen, um miteinander was zu tun oder was zu veranstalten und was halt umzusetzen, als ein Projekt sich definieren. Und primär ist es natürlich eine temporäre Organisation mit Ablaufdatum, so wie ich vorher gesagt habe. Das sind die Grund, sozusagen Kennzeichen des Projekts. Was dahinter steckt, um da jetzt vielleicht kurz eine Verbindung zur Systemtheorie zu stellen, heißt eben tatsächlich, kennen Sie vielleicht, die meisten von Ihnen noch, schon dann was gehört. Systemisch betrachtet sozusagen gibt es immer, wenn man was betrachtet, eine geschlossene Einheit, ein Innen und ein Außen und dann eine Grenze und allein das zu differenzieren ist ja oft im Coaching schon ein Riesen-Challenge und macht schon eine Riesen-Klarifikation bei den Kunden oft klar zu sagen, wo stehe ich drin, wo bin ich draußen oder wo verletze ich da irgendwelche Grenzen, bis hin zu vielen unserer Paarbeziehungen oder sonstigen Verstrickungen wäre oft hilfreich zu wissen, wo da die Grenzen sind und was da eigentlich wo zu berücksichtigen ist. Bezogen jetzt auf das Projekt, heißt das in der Projektsprache, in dem Sinne, wir sprechen von einem Projektsystem oder einer Projektorganisation, die eben ein Innen und ein Außen hat mit einer Projektumwelt und eben eine Systemgrenze. Also insofern kann man da sehr schön diese Formen übertragen. Und das ist einfach durchaus schon eine Grundlage, um damit auch in einer Aufstellung zu arbeiten und das sichtbar zu machen. Also tatsächlich zum Beispiel ein Projektteam aufzustellen und zu sagen, so, was sind denn die relevanten, wie sind Projektsprache heißt Umweltfaktoren oder Projektumweltanalyse, gibt es ja die Methoden, die Sie vielleicht auch kennen, das einfach auch zu visualisieren oder sichtbar zu machen.
Und eben zum Beispiel dann wirklich mit realen Personen zu sagen, wenn eine Projektumwelt heißt, weiß ich nicht, Behörde, Lieferant, Kunde oder was auch immer, und dann mal die Sichtweise dieser Personen vielleicht auch auf das Projekt zu haben, schafft doch ganz neue Zugänge und Informationen, wo man so da ist. Wäre vielleicht spannend oder wichtig zu betreiben. Ohne Sie da jetzt im Detail zu langweilen, weil das geht jetzt wirklich ziemlich tief, wollte natürlich mal angehen ein bisschen, um sich von was wir hier an Differenzierungsleistungen schon gemacht haben. Wer möchte, bitte gerne, ich kann mir gerne auf die Folie dazu schicken. Jetzt kann man natürlich auf diesen Ebenen diese unterschiedlichen Projektbegriffe und teilweise eben Strukturen, die da eben definiert sind in all diesen Projektmanagement-Leitlinien hernehmen und definieren als ein Bestandteil, mit dem man dann wirklich auch als ein Element sozusagen in der Aufstellungsarbeit arbeiten kann. Also auf Deutsch jetzt, man kann ein Projektziel herausnehmen und das sozusagen tatsächlich visualisieren und aufstellen und dann eben dazu Projektkosten oder Projektrahmenbedingungen, was immer, oder dann die einzelnen Personen in ihrer Funktion. Also man kann es sozusagen auf das Projekt selber beziehen. In dem Fall kann man das noch einmal unterteilen auf einer sachlichen Ebene. Ich erspare Ihnen das jetzt, wie gesagt, auf einer sozialen Ebene im Sinne, auch das ist durchaus spannend, dass man nämlich Personengruppen hat, die ja ganz klare Rollenzuteilungen und Funktionalitäten im Projektmanagement haben, die eben übrigens eben oft diese riesen Schwierigkeiten machen, weil das heißt, ich bin unter Umständen Projektleiter, in der Linienorganisation bin ich das siebte Gartenzwerg von links. Gleichzeitig ist aber jetzt einer meiner Vorgesetzten Projektmitarbeiter und muss mir Informationen liefern. Also all diese Rollenkonfusitäten, die Menschen ja oft auch, wo sie vorher schon waren, von wegen Kompetenz und Verantwortungsübernahme in der Führungsrolle, schon dort nicht in den Griff kriegen für sich selber, da wird es natürlich doppelt und dreifach ein Spagat, der oft eben nicht leistbar ist. Und aus meiner Sicht haben wir da wirklich von wegen Kompetenzentwicklung ein Riesenaufgabenfeld noch vor uns, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, oder weil Projektmanagement setzt wirklich extrem reife und reflexionsfähige Menschen voraus. Und wie viele Projekte, und das sind wirklich, die Zahlen sind nach wie vor verheerend, über 2/3 aller Projekte fahren nach wie vor an die Wand, jetzt nicht im fatal, aber zumindest mit Kostenüberschreitungen und die, und ich meine, die Klassiker kennen Sie in Deutschland alle, da freue ich mich als Österreicher, die kann ich gern zitieren, also die Elbphilharmonie oder der Hamburger Flughafen, Berliner Flughafen, ja, Entschuldigung. Genau. Zum Beispiel. Also in dem Fall ist wieder die Frage, auf welcher Strukturebene stellt man auf, aber ich kann die natürlich durchaus eben als Elemente sichtbar machen und zueinander in Bezug stellen. Ich werde Ihnen dann gerne nachher auch noch ein Format vorstellen, wo man das dann mischt. Entscheidend ist schon, dass man auch da eben Klarheit schafft. Und die Frage ist, was ist die Aufgabenstellung und wo ist die Nebelwand und wo kann man zur Klarifizierung beitragen, und dementsprechend sortiert man dann diese Elemente natürlich auch aus. Aber theoretisch, und das ist ja das Spannende an dieser Aufstellungsarbeit, ich kann ja völlig idealistische Dinge oder ungreifbare Dinge genauso aufstellen. Ich kann genauso eine Angst aufstellen oder eine Unsicherheit oder den Spaßfaktor oder die Motivation. Und wenn die aber eine Personifikation kriegt, kriegt die natürlich tatsächlich eine ganz andere auch Bearbeitungsmöglichkeit, weil sie eingeschränkt ist und greifbar ist. Und das macht sie eben ja auch gerade im Coaching-Kontext, wie gesagt, oft so handhabbar. Weil über Angst zu diskutieren im Coaching, da kriege ich auch Angst, ja, weil ich weiß nicht, wovon wir reden und wo uns das hinführt. Aber wenn ich die Angst mal sozusagen an einen ganz klaren Platz stellen kann, habe ich in der Sekunde eine Art Zuordnung unter Umständen, weil wem steht die näher oder wer hat da Zugang oder wer hat da gar keine, also keine Kontakt damit. Also all diese Möglichkeiten bieten ja ganz anderes, auch mit solchen Themen umzugehen und arbeiten zu können. Stellt man hier eventuell gemeinsame beteiligte Personen auf? Das ist jetzt eine Frage sozusagen, wenn Sie so wollen, der Methodentiefe oder der Effektlage. Sie können diese Methoden sozusagen, wenn man sie low dosiert, reicht allein, dass wir darüber reden. Ja? Wenn Sie das Problem konkretisieren und dem einen Platz zuweisen, wo wäre der dann bei Ihnen im Team oder wem gehört das? Also wir können darüber reden, macht das Ding auch schon einfacher. Ist aber, wenn man so will, die Lotus. Ich kann das durchaus auch Aufstellungen schriftlich machen, also im Sinne von, kann was aufmalen, eine Zeitachse malen oder irgendeine Art Landkarte oder was auch immer. Macht schon ein bisschen greifbarer.
Plastischer wird es noch, indem man dann halt vielleicht so symbolische Dinge nimmt. Man kann ja Gläser nehmen oder Heferl, und wenn der da steht und du da, was ist dann anders? Im Sinne auch des Systembretts gibt es halt unterschiedliche eben Formate. Das ist natürlich schon im Sinne des 3D-Effekts eine andere plastische Wirkung, die tatsächlich auch emotional anders wirkt. Und noch emotional spannender wird es natürlich, wenn man die Leute weg vom Tisch bringt, ins wirkliche körperliche Erleben. Sobald jemand aufsteht und diesen Platz einnimmt, und da geht es gar nicht um irgendeine Sensibilität, die Menschen da mitbringen müssen, die haben wir alle. Manche haben halt leichter und schneller ihre Fantasien oder Emotionen zugänglich und manche weniger. Aber im Letzten, es macht allein die Anordnung einen Unterschied. Hier zu stehen und zu sagen, na, dann gehen Sie doch einmal 3 Schritte zurück, hat alles verändert, ja, in meiner eigenen Wahrnehmung und im Erleben. Und das ist natürlich sozusagen die höchste Effektdosis. Aber oft ist es halt so, und das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen im Einzelalltag, im Einzelsetting ja auch nicht oft das Thema, wo haben es 10 Leute für eine Aufstellung in einem Coaching-Setting, da kann man sich natürlich schon behelfen, indem man natürlich dann eben zum Beispiel mit so Bodenankern und Kärtchen arbeitet und die Kundin selber halt die Positionen einnehmen lässt, oder man nimmt Sesseln und gruppiert die halt anders um. Also auch das ist natürlich durchaus eine Form. Ja. Gleichzeitig in dem verbalen, semantischen, ja. Ich finde, in jeder Methode kann entsprechend eine starke affektive Reaktion erfolgen, ja, ja, ja. Mit wem. Natürlich. Nein. Deshalb finde ich die Abbildung nicht so. Nein, ich beziehe das ja bitte jetzt nur auf die Methode der Aufstellung. Sozusagen, das wäre die Affektdosierung der Aufstellungsanwendung. Ja. Das ist ja bitte jetzt auch kein Gradmesser. Im Endeffekt, wie es so schön heißt, auch in der Medizin, die Dosis macht es aus. Warum muss ich da einen Mega-Hammer verschreiben, wenn es das Placebo auch schon tut? Und das ist keine Kritik ans Placebo, sondern Gott sei Dank haben wir Aspirin und es hilft uns allen dort und da. Nur in manchen Fällen braucht es halt eine höhere Dosierung, auch methodisch. Und das meine ich jetzt auch da nicht in der Methodenwahl. Deswegen haben wir ja Gott sei Dank alle einen Koffer und eine Toolbox, wie es so schön heißt, an der wir variieren können. Aber das bezieht sich jetzt natürlich primär auf die Aufstellung. Aber ich würde sagen, wenn Sie das Schema hernehmen, das können Sie jetzt auf viele Methoden umlegen und sagen, ja klar, drüber reden ist sozusagen die einfachste Geschichte. Und es ins körperliche Erleben zu bringen im Sinne der Bewegung, das schafft einfach eine andere Effektlage. Um da vielleicht kurz noch zurückzugehen um das Schema einfach abzukürzen, das, was die Elemente sind, die wir jetzt da in der Projektstruktur verwenden, kann man sozusagen grob einteilen in zeitliche Elemente, also im Sinne von, Sie haben einen Prozessablauf, da können Sie vorher, Gegenwart, Zukunft definieren, indem Sie das sichtbar machen in einer Reihenfolge. Sie können sachliche Elemente nehmen, also im Sinne von Kosten, Termine, was auch immer, Material, oder eben soziale Elemente, also im Sinne von Personen. Das, was eben auch noch spannend ist, ist durchaus räumliche Elemente im Sinne von, das ist jetzt wirklich plastisch gemeint, zu sagen, wo ist der Standort oder wo ist der Außendienst angesiedelt und der Innendienst oder was auch immer, also im Sinne von durchaus einer räumlichen Funktion, die man durchaus auch hier sichtbar machen kann im Sinne so einer Atlantkarte oder eben einer Raumanordnung im wahrsten Sinne des Wortes, bis hin natürlich, dass es auch um sowas geht wie, und das jetzt in dieser Dimension auch zu benennen, spirituelle oder ideelle Elemente, also nicht jedes Projekt macht Sinn oder Spaß, weil es halt vielleicht per se fragwürdig ist, was dabei rauskommt, oder es gibt halt noch andere Dinge, die uns Menschen beschäftigen, die man in dieser Form oft auch dann wirklich auch erstmalig vielleicht auch sichtbar und greifbar machen kann, indem man sie eben wirklich herauskristallisiert und oder vielleicht auch nur als XY und als einen Platzhalter verwendet, aber tatsächlich sich darum was anders dann gruppieren und orientieren kann. Oder eben besondere Projektbeziehungselemente. Ja, also in diesem Sinne, die Schemata, wie gesagt, kennen Sie vielleicht alle, ansonsten kann man sich die mittlerweile überall runterladen. Also man teilt eben Projekte in unterschiedliche Strukturen ein. Es gibt eben so diese Projektvorphase, den eigenen Projektteil und dann die Nachprojektphase. Und allein das sozusagen durchaus als ein Ordnungsschema zu nehmen und sich daran zum Beispiel anzuordnen, macht oft schon Sinn. Ja. Also welche Personenkreise brauche ich in der ersten Phase, welche in der zweiten? Oder wie stehen die da zueinander? Oder wie muss ich da jemanden auch mit auf die Reise nehmen oder auch wieder verabschieden an der Stelle? Also allein so eine zeitliche Folge macht schon Sinn. Ich weiß nicht, wie weit Sie die Methode der Timeline ja auch kennen. Also allein im Coaching oft von dieser, ich sage immer, eben Gleichzeitigkeit, die ja ein Teil, die wir eh vorher kurz so scherzhaft oder
banal andiskutiert haben. Also ein Teil unserer heutigen Problematik ist, dass wir eben tatsächlich wirklich weggekommen sind von einer linearen Zeit, sondern im Zeitalter der Multitasking ist, ist alles gleichzeitig möglich und vorhanden. Und das macht uns im wahrsten Sinn des Wortes wahnsinnig. Weil man immer mehr differenzieren kann, was habe ich schon an Ernte eingefahren in meiner Scheune und auf was kann ich mich verlassen oder auf was kann ich, worüber kann ich zufrieden sein. Und das ist übrigens gerade auch im Projektmanagement-Kontext ein riesen Thema. Es gibt kaum Projektmanager oder Führungskräfte, die ja nur in einem Projekt tätig sind. Aber wirklich eine Unternehmenskultur zu haben, wann feiere ich Abschlüsse im Sinne so eines rituellen auch Ernteeinfahrens? Ja, wann ist ein Projekt wirklich zu Ende? Wann natürlich drei andere nur hinterm Zeitplan sind, kann ich mich halt nur begrenzt freuen. Ja. Bis hin zu solchen absurden Dingen. Ja. Wir haben, es ist ein dramatisches Beispiel, erst vor 2 Jahren ein Unternehmen mit Expatriates in Wien begleitet. Ein Projektmanager, der für eine globale Projektorganisation zuständig ist, im Sinne des Projektmanagement Office, das heißt so ganz oben, das heißt, der begleitet mehrere Projekte, globales Unternehmen, einen 2-Stunden-Schlafrhythmus. Logischerweise, weil wenn das Headquarter in Amerika ist, die Projekte in Australien und Asien, der muss rund um die Uhr on demand sein. Also nur um ein paar so Spielereien zu haben, die natürlich uns auch tatsächlich im Coaching ja begegnen, macht schon Sinn, den Leuten wieder einen linearen Zeitabschnitt einmal zu klären, weil was natürlich für den hilfreich ist, ist tatsächlich der Reihe nach die Dinge abzuarbeiten und zu sagen, okay, ich weiß, ich mache das jetzt genau 6 Monate und dann vorher mal 3 Wochen auf Urlaub, weil dann kriegt das eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Machbarkeit, als wenn ich sozusagen Gegenwart und Zukunft gleichzeitig da vor mir habe und so ein bisschen in diesem durch die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes durch den Wind bin. Ja. Also im Sinne, auch da kann einfach diese Anordnung auf einer Zeitachse durchaus eine extreme Hilfestellung im Coaching geben, damit sich die Leute da wieder neu sortieren können und einordnen können. Gut, in diesem Sinne, um vielleicht da ein bisschen jetzt in die Praxis zu kommen, würde ich Ihnen gern eines der simpleren Formate angedeihen lassen. Das eine ist jetzt, ich glaube, dass es vielleicht weniger Spaß macht, weil das relativ eben, ich glaube, das können Sie nachvollziehen, auf dieser Zeitachse sozusagen ein Projekt aufzustellen, ist das eine. Um es ein bisschen komplexer zu machen, es gibt sowas wie dieses schöne magische Projektmanagement-Dreieck, heißt das so schön, also magisch sagen die nicht, das sage ich. Es heißt Projektmanagement-Dreieck, das werden Sie in all diesen Dingen kennen und finden, das heißt, Sie haben eine Leistung oder ein Projektziel definiert, was dabei rauskommen soll. Sie haben den wunderbaren schönen Terminraster dazu und dann gibt es die Kosten. So. Und innerhalb dieses Rahmens, in Time und in Budget, wie es so schön heißt, wie gesagt, kommen eigentlich eh nur 30-40% aller Projekte an, weil in letzten eben sehr, sehr viele Projekte natürlich an ganz anderen Unwägigkeiten scheitern, nämlich teilweise in der Kommunikation des Miteinanders, in diesem Schnittstellenmanagement, in dieser teilweise auch durchaus persönlich emotionalen Leistungsüberforderung und in der Komplexität, eben, wo wir eh schon vorher waren. Was jetzt da das Aufstellungsformat ist, ist einfach tatsächlich diese Rahmenbedingungen herzunehmen, in dem Fall als fixe Positionen im Raum aufzustellen, als Orientierungsmarker und dann dazu, je nachdem, was jetzt Thema ist, entweder die Personen hineinzustellen, also übrigens die Ziele sozusagen geben den Rahmen vor, das heißt, ich habe einen Projektauftraggeber oder ich habe Projektmitarbeiter oder Projekt Teamleiter oder was auch immer, die ich innerhalb dieser Struktur zuordnen kann. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil dementsprechend kriegt das einen Bezug, wer mit welchem Thema vielleicht stärker zu tun hat oder einen Zugang hat oder wer da wem im Weg steht. Weil wenn jetzt der Mitarbeiter jetzt oder die zwei da vielleicht in der Perspektive dem da den Blick auf die Termine nehmen als Teamleiter, dann wird der vielleicht nervös werden und sagen, ich bin da nicht im Zeitplan. Oder, also all diese Bilder sagen eben sehr viel aus und bieten sehr viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Also in dem Sinne würde ich das gerne mit Ihnen einmal ausprobieren. Wenn es jemand von Ihnen gibt, der so ein Projekt vielleicht gerade im Laufen hat oder da so involviert ist oder vielleicht eine Kundin hat, auch die in dieser Struktur lebt, und das einfach miteinander auszuprobieren. Wie gesagt, das andere wäre natürlich eben, jetzt, das wäre sozusagen, wenn man so will, die soziale Aufstellung. Man kann das auch sachlich machen, indem man sozusagen irgendwelche anderen Dinge als Elemente damit hineinbringt. Also sei es, keine Ahnung, Kommunikationsschwierigkeiten oder irgendwie Motivation oder
Ressourcenengpässe oder was immer. Also man kann im Sinne dessen alles Mögliche an Elementen eben damit verwenden. Also auch, und das ist ja der Vorteil an dieser strukturierten Form. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Das war jetzt ja natürlich eine Mischform und abgewandelt aus der Organisationsstrukturaufstellung. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine Organisation gestellt. Wir haben einen CEO, wir haben einen HR. Übrigens, das ist auch der Grund, warum man hier nach Hierarchien stellt. Also so, wie wir die Personen hereingeführt haben, haben wir zuerst das Unternehmenssystem, sozusagen die Organisation positioniert, auch da ganz klar nach der hierarchischen Reihenfolge. Und erst in das bestehende System sozusagen kommt die Beraterin ja als Externe dazu. Also es wäre ein Unterschied zu sagen, ich stelle zuerst die Beraterinnen auf und dann stellen wir die Organisation dazu. Wunschdenken viel von uns und Ihnen. Hätten wir gern solche Kunden, die zu uns kommen nach Wunsch und Laune, aber nein, wir kommen in die Welt des Kunden. Das heißt, ich muss natürlich in dem Fall auch die Welt des Kunden zuerst anordnen und positionieren und dann die Berater in Bezug dazu stellen. Das ist das eine, was die Personen betrifft. Dann haben wir sozusagen die sachlichen Elemente, wenn Sie so wollen, dazu angeordnet und dazugestellt, worauf es ja daraus spannenderweise schon einige Zuordnungen gab, die ganz spannend waren, weil das durchaus dann natürlich ein Hinweis dafür ist, wer hat da auf was Einfluss oder wer steht da vielleicht eben wem auch im Weg oder in deine Sicht. In der Abfrage haben wir diese Reihenfolge nicht mehr bedacht, sondern haben die Personen nach der Hierarchie abgefragt, aber die Personen und dann erst die Sachen. Ja, also Zeit und Budget und war deswegen weit hinten, obwohl wir sie vorher aufgestellt haben als die Beraterinnen. Also zuerst sozusagen stellen wir das Kundensystem mit all seinen Bestandteilen, aber dann in der Abfrage gehen wir sozusagen von der Personenebene auf die Sachebene. Ja, also nur um eine Reihenfolge da drin zu haben, um es einfach auch deutlicher zu machen, sonst vermischt sich da unter Umständen etwas miteinander. Die Zeitachse haben wir, wie gesagt, deswegen nicht berücksichtigt, weil das war jetzt kein Thema, sondern um es einfach deutlicher zu machen, was die Strategie betrifft. Aber Ihre Frage habe ich jetzt vergessen, die Sie ursprünglich stellen wollten. Das kann man ja nur mit Stellvertretern machen, wenn die Stellvertreter... Ja, Entschuldigung, genau. Das wollte ich jetzt gerade... Der HR-Manager genau. Oder der CEO, die alle zusammen hätten Sie beauftragt, ja. Dieses Problem zu lösen, dann können Sie die Person ja nicht stellen. Durchaus, die Frage ist jetzt, in welchem Setting und in welchem Kontext. Das Spannende an der Methode, natürlich, so wie Sie es eh schon vorgeschlagen haben, klar kann ich das abstrakt machen, ich kann es im Einzelcoaching machen, aber ich könnte genauso gut in einem Teamcoaching oder in einer Organisationsberatung sehr wohl die realen Personen nehmen. Die Schwierigkeit, und das, auf das wollte ich hinaus, wenn ich die Personen in ihrer Funktion und Rolle da stehen habe, ist natürlich eine Gratwanderung, dass das zum persönlichen Gesichtsverlust führt, relativ groß. Was aber jetzt das Schöne an einer Strukturaufstellung ist, wir haben hier nichts irgendwo Kompromittierendes, Intimes, Emotionales besprochen. Muss ich auch nicht. Ob die Mitarbeiter jetzt interpretieren, ob dem da die Zeit im Nacken sitzt oder nicht, als CEO, ja gut, hat er gesagt, das ist mein Job und so bin ich halt, ich manage die Zeit, also was ist jetzt das Problem? Das heißt, in dem Fall war es ja relativ harmlos und wäre durchaus in der Konstellation möglich gewesen, mit dem realen Team das so aufzustellen. Das Spannende ist jetzt natürlich, ich kann sozusagen die Person eins zu eins in ihrer Rolle her stehen lassen. Allein die Anordnung, so haben die über das Thema noch nie geredet oder über die Situation, garantiert nicht. Hätte schon einen Mehrwert. Lassen Sie mich den Satz noch kurz fertig sagen. Der Mehrwert entsteht aber natürlich durch den Perspektivenwechsel. Das heißt, was man durchaus in solchen Konstellationen machen kann, ist tatsächlich die Rollen zu vertauschen. Das heißt, es steht dann der Mitarbeiter für den CEO dort. Oder man legt eben wirklich Platzhalter im Sinne der Bodenanker und lasst alle durch alle Positionen wandern. Und spätestens dann haben Sie einen Kommunikationsgewinn, der unbeschreiblich ist, weil aus der Brille des anderen oder aus dem Blickwinkel des anderen, das wirklich zu erleben, wie es dem vielleicht geht da drin oder was der wahrnimmt oder nicht oder wie der mich auch selber wahrnimmt, weil ich schaue ja dann selber auf mich auch vielleicht als Mitarbeiter, schafft natürlich einen Perspektivenwechsel sondergleichen. Setzt natürlich trotzdem jetzt eine sehr reife Unternehmenskultur vor. Gut, aber das haben wir im Coaching generelles Thema, dass wir da nicht x-beliebig irgendwas vorwerken können. Aber wenn das möglich ist, ist das wunderbar. Ja. Und es geht ja um eine ganz pragmatische Fragestellung, zu sagen, wie gehen wir mit dem Budget, der Zeit und diesem Projektthema um. Und das ist eben der Vorteil an diesem Format der Projektstrukturstellung. Das ist relativ entemotionalisiert einmal per se. Ja. Und durch das, dass ich es jetzt hier so greifbar machen kann, geht das sehr gut, weil es geht jetzt nicht um die Personen, wer kann dann mit wem nicht oder wer nicht, sondern wir orientieren uns zum Beispiel auf den Sachthemen, zu sagen, wer nimmt die Strategie dann nicht wahr oder hat es nicht verstanden oder hat da keinen Zugang. Ja, okay, aber das ist ja eine legitime Frage in dem Kontext.
Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Ich würde sagen, wir haben eine bräuchliche Distanz, kann auch komprimieren. Ja, natürlich. Ja. Und das dann, also ich habe vor 12 Jahren mal als Teilnehmer an sowas, ja, für so lange her, da war ich Geschäftsführer in der Firma, und da war Frau Adler, die das auch gesagt hat, es ist ja nur, es ist ja losgelöst von Inhalt und losgelöst von Emotionen, ja, und Emotionen, die da bestanden sind, ja, das ist so weit, ja, entfernt, oder wie auch immer bestanden haben, die haben schon ein paar Monate in den Namen, ja, gehabt. Aber das habe ich das vorher eingangs gesagt, ich habe keine gemacht, die nicht so eine Konsequenz hatte. Das ist verständlich. Da stand jemand ganz weit weg. Natürlich, ja. Das ist selbstverständlich. Also, wir haben gerade überlegt, ob es vielleicht auch eine Erkenntnis gibt. Das ist doch auf jeden Fall. Also, wir haben auch schon gesehen. Wir haben ein paar Monate mit den Erkenntnissen gearbeitet. Ja. Ich würde ja eben raten, wie eingangs schon gesagt, einfach so eine Methode am ersten Tag des Kennenlernens gleich einfach ausprobieren und dann sich verabschieden und sagen, das ist nicht anders. So habe ich das verstanden. Entschuldigung. Sie haben gesagt, also die Folge könnte sein, personelle Kompetenzen. Wie kann ich mir wirklich den Follow-up unserer Maßnahmen vorstellen? Also gut. Wir haben Erkenntnis gewinnen und der ist sicher gewaltig vorstellen, ja, aber die Erkenntnis führt jetzt nicht allein zu Veränderungen, denn da gibt es ja auch dann Widerstände, die sich zeigen. Ja, ja, nein, also darum sage ich ja, das Setting ist das Entscheidende. Die Frage ist, ich brauche ein Beratungssetting, was immer das Setting heißt. Heißt es Coaching, heißt es Teamentwicklung, heißt es Organisations- oder Strategieberatung oder whatever. Das heißt, ich habe irgendeine eingebettet, diese Methode in eine Vorabklärung, nämlich hoffentlich in einen Aufwärmprozess vorher, der das sozusagen vielleicht als Heilige Deluxe-Kumulationspunkt in dem Beratungsprojekt dann erlaubt, das durchzuführen mit den beteiligten Personen, so dass die sich ja wirklich einlassen können und auch ein Vertrauen haben, dass da jetzt nicht irgendwas Missbräuchliches mit ihnen passiert. Und gleichzeitig natürlich dann, was ist jetzt der nächste Schritt? Weil auch das würden wir jetzt ja so nicht stehen lassen, weil die Veränderung, die wir gemacht haben, waren ja nicht nur 2-3 Schritte. Das waren ja verdammt viele. Das heißt, das jetzt mit Ihnen sozusagen nachzureflektieren und zu sagen, was wären denn jetzt die ersten Schritte? Sie haben gesehen, Sie sind einen Schritt zurückgegangen. Was heißt das in der Realität? Das heißt, diesen Transfer wieder in die Realität und in den Alltag zu machen, kann man auf der einen Seite, wenn wir sagen, Kunden sind autonom und selbststrukturiert und eigenverantwortlich, natürlich denen überlassen. Nur in meiner Profession hätte ich schon gerne im Sinne einer Transfersicherheit dafür gesorgt, dass der Kunde irgendwas damit Produktives anfängt und Nützliches und am Ende der Maßnahme sagt, den kaufe ich mir wieder oder Coaching oder Beratung ist was Sinnvolles. Also die einfach da im Regen stehen lassen, das ist das, was ich gemeint habe, das wäre grob fahrlässig. Gleichzeitig ist aber wieder jetzt unsere Demutshaltung gefragt zu sagen, nicht ich habe jetzt die Weisheit mit dem Löffel und habe jetzt die 7 Interventionsschritte gesetzt, die Sie gefälligst jetzt zu beachten haben, weil Sie haben da schlecht beraten oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber diesen Prozess natürlich miteinander noch einmal abzuholen, die Kunden in dem Sinne auch tatsächlich auch in ihrer eigenen Wahrnehmung noch einmal zu beflügeln und zu sagen, was heißt das jetzt für dich? Denk darüber nach, spür dem nach. Und es wird ja leichter, weil dort, wo wir waren, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, da jetzt was abzuleiten, auch an Veränderungsschritten, an Verhaltensschritten, ist ja ein viel leichteres, als wenn wir nur darüber philosophiert hätten. Das heißt, ich würde von Ihnen nie nur eine Analyse bekommen, wenn Ihnen eine Aufstellung bekommen. Nein. Also, wenn Sie das metaphorisch betrachten, Sie kennen ja alle diese Outdoor-Trainings oder sonst was, das ist doch genau dort der Hauptpunkt der Kritik, wenn das schlecht gemacht wird. Die Leute irgendwo im Hochseilgarten herumhängen zu lassen und baumeln zu lassen und so sagen, so und jetzt gehen Sie am Montag wieder zurück und jetzt haben Sie Ihr Team neu entwickelt miteinander und sind alle. Diesen Transferschritt, den kann doch keiner nachvollziehen, wenn er nicht wirklich irgendeinen Bezug dazu hat. Und das ist halt schon auch immer unsere Gefahr. Wir sind da oft in den Methoden oft viel zu schnell, auch ehrlich, in vielen anderen Coaching-Methoden, wo wir oft Dinge selbstverständlich nehmen, die für den Kunden aber alles andere selbstverständlich sind, weil der hat das so noch nie betrachtet oder noch nie gefragt. Und das ist ja das, wo wir auch als Coaches immer tunlichst uns ein bisschen bescheidener halten sollten, ja, und nicht immer so kompliziert und so. Es sind oft wirklich die kleinen Dinge und die wesentlichen Dinge. Aber gut, Entschuldigung. Das wäre jetzt noch eine Frage, also ich würde gerne wissen, wie die beiden gehen. Natürlich. Weil jetzt ist ja vor allem Ausschnitt, aber trotzdem ist da genau, würde ich gerne auch noch machen. Ich wollte nur ein bisschen so methodisch jetzt mal ausholen und einholen, Ihre Fragen noch. Ja? Projektieren. Kann man jetzt keine Elemente oder das ist jetzt so eine Fragestellung?
Genau. Also es, in dem Fall ist tatsächlich die Frage, wer ist eigentlich unsere Kundin, wenn Sie so wollen, in dem Setting? Weil wenn wir sagen, wir stellen eine Momentaufnahme auf, dann macht es Sinn sozusagen im Sinne auch, in dem Fall heißt es ja auch in der Aufstellung, aus einem gewissen Fokus oder für einen gewissen Fokus aus diesem Blickwinkel aufzustellen und das Bild zu betrachten. Natürlich kann ich ja 360 Grad Rundumaufnahme machen, aber dann wird es wahrscheinlich für alle schwindelig. Sondern ich brauche einen Blickwinkel, am besten aus einer Person, aus einer Situation, aus einer Fragestellung. Und insofern macht es wirklich Sinn, das zu reduzieren auf eine Person, zu sagen, stellt mal einen Mitarbeiter auf, vielleicht auch seinen Chef oder was auch immer, oder stellt mal vielleicht wirklich der Projektleiter oder der Projektauftraggeber auf, dann ist der halt für diese Sequenz auch unsere Kundin, unser Kunde, und aus dieser Blickrichtung betrachten wir dann dieses Bild. Ja. Ich kann natürlich im Sinne einer Teamentwicklung da irgendein Happening draus machen und alle stellen sich gleichzeitig auf. Dann ist aber die Fragestellung, was ist eigentlich der Outcome und was ist der Mehrwert der Information, der dann passiert. Eine Frage zu dem magischen Dreieck. Ja. Also ist das Gereihe Lehre oder ist das jetzt eine Anregung für die Gruppe oder wie arbeiten Sie damit oder wird es dann wirklich irgendwie das aufgebaut als Dreieck? Ja. In dem Fall ist ja die, also das Dreieck kommt ja tatsächlich aus der Projektmanagement-Lehre, zu sagen, darum gruppiert sich jedes Projekt. Wenn das nicht klar ist und definiert ist, dann ist es kein Projekt sozusagen. Also Sie brauchen ein klares Projektziel, ein Ergebnis, wo es hingeht, Sie brauchen Kostenrahmen und Zeitrahmen, der geplant werden muss. Das heißt, das sind die Grundstrukturen, die Grundfaktoren eines Projekts und insofern kann man die schon ganz dezidiert, dogmatisch aufstellen, sozusagen, das sind die Eckpfeiler sozusagen eines Projekts. Sozusagen, oder Sie haben ja hier gesagt, es gibt Personen und es gibt Sachen. Ja, Sachen. Ja, in dem Fall natürlich, klar. Also das wären in dem Fall wirklich klassische Eckpfeiler und Orte, die man sozusagen als Markierungen da in die Landschaft setzt und die sind auch dann während des Aufstellungsbilds unverändert. Die sind aber nicht repräsentiert durch Personen? Kann man. Also das ist jetzt je nach Wahlmöglichkeit. Sie können in jedes Eck ein Flipchart stellen und sagen, da steht Leistung drauf und dann können Sie die Kunden darunter definieren lassen, was sind eigentlich die Projektziele. Im Projektmanagement redet man ja sogar von Nichtzielen, also auch die könnte man ja auch erfassen und visualisieren. Gleichzeitig an das Eck das Budgetthema und machen eine Excel-Tabelle draus, wie viel Budget für was, unter Zeitrahmen mit Meilensteinen oder, also all diese Dinge können Sie verwenden. Entscheidend ist an der Stelle, dass wir hier sozusagen für die Anordnung Orientierungspunkte kriegen und oder so Pole kriegen, wenn Sie so wollen, anhand der man dann natürlich seismografisch ablesen kann, weil ob ich dem Budget näher stehe oder nicht, sagt was aus über eine Qualität. Ja. Und das zu visualisieren, macht Sinn. Wenn Sie reale Personen nehmen, wie gesagt, haben Sie halt natürlich den Spaß, dass das so abstrakt das jetzt auch ist oder so absurd. Aber tatsächlich, wenn das Budget sagt, ich stehe da irgendwie links liegen und keiner kümmert sich um mich, ich verrotte da, dann sagt das inhaltlich natürlich lyrisch, metaphorisch wunderbar was aus. Wobei, nochmal, es geht uns nicht um die Inhaltsinterpretation, aber dann heißt das, an dem Platz wird das wahrscheinlich nicht sehr gedeihen, das Budget. Und das ist durchaus eine interessante Information fürs unternehmerische Tun und Handeln. Aber methodisch wäre jetzt das Follow-up. Die beiden sind ja Auftraggeberinnen gewesen. Sie würden jetzt mit denen im Einzelformat nochmal 1, 2, 3, 4. Ja, oder natürlich in dem Fall mit der ganzen Gruppe jetzt noch einmal das Sharing, wie es so schön heißt, alle noch einmal hereinholen, zu sagen, die Bitte ist ja auch bei diesen Dingen, was natürlich oft dann vernachlässigt wird, das macht ja auch mit uns was, ja, zu sagen, ich stehe da für jemanden anderen, das heißt, das ist wirklich auch, wie man es aus dem Psychodrama kennt oder aus dem Rollenspiel, das Entgleiten und das Ausholen, das braucht natürlich schon noch eine gewisse Handlung und miteinander vielleicht auch eine Ritualität. In dem Kontext gehe ich davon aus, dass Sie alle halbwegs gut auf sich selber achten können, reflektiert, aber das wäre ja durchaus sinnvoll, jetzt auch im Sinne, kurz eine Pause danach mal zu fragen, wie geht es Ihnen oder gibt es noch was, was Sie da jetzt vielleicht noch rückmelden wollen als Information oder vielleicht ist ja noch was nicht gesagt, was, auf was jemand vielleicht von Ihnen noch sitzt, dann wäre das natürlich ganz hilfreich. Also insofern in der Gruppe kann man das ja sehr schön dann auch als Reflexionsraum nutzen. Kann ich da noch was anschließen? Also das wäre ja die Reflexionsebene. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht zu sagen, okay, was sind die Lessons learned aus dieser Methode, dann würden Sie das reduzieren auf die beiden? Oder? Das ist noch einmal die Frage des Kontexts und des Auftrags, weil unter Umständen profitieren die anderen auch davon, wenn die jetzt wissen, was der nächste Schritt ist, den sie da tun sollten für sich in Bezug auf das Beratungsprojekt jetzt zum Beispiel. Aber hier war ja die Aufgabenstellung Reduktion von Komplexität. Ja. Und das war ja von den beiden
nur von den beiden originär formuliert. Ja, natürlich, klar. Die anderen waren die Mittel. Ja, ja, klar, natürlich. Also das sind jetzt unsere beiden Kunden und für die haben wir das gemacht. Ja. Okay. Vielleicht kann ich was ergänzen dazu. Also bei mir ist es jetzt, vielleicht an mir liegen, weil ich bin jetzt schon in der Lösung. Ich habe ja schon fünf Ideen, was wir beim nächsten Mal anders machen könnten. Also ich glaube, das ist durch das Visuelle und durch, kommt man schon automatisch in die Lösung. Ja, zum Abschluss, gibt es von Ihnen noch was Sie sagen wollen noch? Oder? Danke. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, nochmal Strategie und wo ich das jetzt auch. Ich würde das Ihnen auch sagen, weil für uns war das eine sehr frustrierende Geschichte gewesen. Und ich finde das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen beruhigend, zu wissen, okay, jetzt ging gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das geht vielleicht irgendwann, aber jetzt gerade geht es nicht. Von daher nehmen wir was gut. Ja. Ja, danke auch für das Beispiel, dass Sie dazu transparent zur Verfügung gestellt haben. Gibt's noch? Wir sind ja schon streng über der Tausendzeit drüber fast, oder? Nein? Sind wir noch in der Zeit? Ja, ich habe noch 20 Minuten. Wir können jetzt noch ein bisschen Teil der Projektmanagement Kontext verkündigen. Gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie jetzt auch noch natürlich anmerken wollen oder fragen wollen noch? Würden Sie sagen, die blöde Frage. Nein, also warten Sie auf meine Antwort. Was meinen Sie, also mein Chefin hätte es gleich gesagt, mein früherer Chefin, kann man das nutzen? Also wie sehr kann man das zeitlich verdichten? Das, was wir jetzt hier gemacht haben. Also ich sage, das hängt von der Situation natürlich, aber das geht halt oftmals darum, das irgendwie ganz komprimiert zu machen. Ja, aber das ist ja genau das Vorteil an dieser Methode. Allein das erste Bild zu stellen, ist in 5 Minuten gemacht und hat schon so viel Mehrwert. Oder tatsächlich sowas, ich weiß nicht, weil Sie das kennen, dieses Systembrett, ja, mit diesen Holzfiguren oder was, das relativ abstrakt ist. Oder allein, wenn Sie nur irgendwie, weiß ich nicht, einmal wirklich den Raum nutzen und einmal mit Katerln spazieren gehen und sagen, ich lege mal wirklich die beteiligten Personen für mich mal im Überblick auf, wie die da zueinander stehen. Und allein diese Beschäftigung schafft in der Sekunde die Dissoziation und den Perspektivenwechsel und hat schon so viel Mehrwert und ja, nein, gar nicht. Das ist schon das Thema. Die Frage ist natürlich auch da, wo schafft man sich wirklich, und das ist jetzt generell wieder ein philosophisches Thema für heute im Bootshaus, wo schaffen wir uns im beruflichen Alltag Reflexionszeit? Ich meine, nicht umsonst pumpt deswegen Coaching seit 20 Jahren, weil wir zu blöd sind, uns eine Stunde lang allein wohin zu setzen und uns einmal wirklich durchzudenken, strukturiert, was ich eigentlich will oder was ich brauche und wie es mir geht. Ja. Ja, eh. Aber wir brauchen uns ja nur selber an der Nase nehmen. Wir haben alle Methoden und wann wenden wir uns selber an? Es ist halt, aber im beruflichen Alltag natürlich, wie gesagt, wo wir eh vorher waren, Global Project Kontext, es ist natürlich fatal. Ja. Und die Zeit sitzt uns nicht, das war eine schöne Metapher, natürlich im Nacken. Und vermeintlich glaubt der CEO, er managt sie. Ja. Also das war ja auch eine großartige Aussage. Ja, ja. Ja, natürlich, dort wo ich eingangs war, der polemische Zugang kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt schon verbrannte Erde auch. Also es gibt manche Unternehmen, wo sie hochkant rausfliegen, wenn sie nur die Vokabel in den Mund nehmen, zu sagen, ich würde gerne eine Aufstellung machen. Ja, das ist halt. Es ist halt auch da viel Blödsinn und Schindluder oder Unbedachtes passiert. Und dort, wo wir vorher waren, natürlich kann ich das mit den realen Personen machen, aber dann muss ich sie wirklich auch emotional darauf aufbereiten. Und nochmal, das ist die höchste Affekt- und Dosierungsstufe. Ja gut, ich spritze ja auch nicht irgendjemanden die 10-fache Dosis, wenn ich nicht vorher 3 Blutbefunde habe und andere Überlegungen angestellt habe, vielleicht mit den Kollegen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, so hoch zu dosieren. Also in dem Fall geht es schon auch um die Dosis. Aber wie gesagt, das aufzuzeichnen, aufzustellen mal oder eben einen Metaplan dafür zu nutzen oder einen Flipchart, naja gut, das ist relativ niedrig dosiert und das ist schnell möglich. Und wenn man die Leute vielleicht über diesen Kanal dorthin führt, wunderbar.
Und ich muss ja nicht einen CEO gleich in einem Team bloßstellen, es reicht ja im Einzelcoaching, den einmal zu provozieren. Also ich hatte im Coaching auch gute Erfahrung mit diesem Playmobil und Aufstellung, ja. Die auch die nochmal zu fotografieren, weil ja. Manche, ich meine, es kommt ja. Später, dass manche Dinge schon ja. Intuitiv mit, und man haben sie auch schon mit einer Figur für ja. ausgesucht, oder ja. Wo man dann eine Reflexionsmöglichkeit ja. haben. Und ich habe auch gemerkt, gerade auch rationale Typen wie Ingenieure, ja. Die sind ganz, finden das ganz einfach, plötzlich mit ja. diesen Playmobiles umzugehen, und man sieht so viel, dass man wirklich nochmal eine Perspektive braucht. Ja. Ja, da ist so eine noch untergerutscht, schon nur die eigentlich nicht, die wird immer gestellt. Also bei all diesen Dingen, ich meine natürlich, um auf Ihre Frage vielleicht da noch eins draufzulegen, wenn wir natürlich über Jahrzehnte im Management gelernt haben, Emotionen dürfen nicht sein, dann macht natürlich alles, was irgendwie nur ansatzweise diese Tür öffnet, Angst und Sorge und oder ist peinlich oder lächerlich oder unnötig. Nur genau das ist doch unser Job auch im Coaching, genau in diesem geschützten Reflexionsraum den Zugang ganzheitlich zum Bauch und Hirn wieder aufzumachen und zu sagen, das eine funktioniert halt nicht ohne das andere. Ja. Und insofern muss man sich halt auch seinen Sorgen und Ängsten und Nöten stellen. Und da ein Angebot zu liefern, dass man wirklich, wo man so ein bisschen die Brücke bauen kann, nehmen die Leute in der Regel dankbarst an. Ja. Und Gott sei Dank erleben wir ja auch einen Generationenwandel und einen Gesinnungswandel. Also so ist es ja auch nicht. Ja. Die Zeiten nur, der Indianer kennt keinen Schmerz. Ich meine, da hat die Emanzipation uns auch einiges anders angetan. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen und Impulse geben. Danke für das Dabeibleiben. Vielen Dank.